William, you have to find the transmitter and shut it down, or the depth charges will rupture our hull. We've made a mistake. On the floor plan, section F just looks like a little laundry room. We looked for it when we first searched the U-boat after you captured it, but we didn't see the entrance door. And with all the things we were worrying about back then, I suppose we didn't bother looking too closely. But now I've re-examined the floor plan and there's a reference to a completely different document, the engineering map of section F. I'll report back as soon as I find it. Fischer sagt, die Terroristen werden jeden Augenblick auftauchen. Sie müssen. Die wollen auch nicht krepieren. Ist er rausgekommen? Wer? Kommandant Fischer. Nein. Warum sollte er eigentlich... Bestimmt kurz vorm Durchdrehen eingesperrt in den Kontrollraum. Versucht doch immer das Ordnungssignal ans Oberkommando zu schicken. Der kommt nie raus. Warum greifen wir nicht von innen heraus an? Töten die Terroristenschweine selbst! Leidest du vielleicht unter Gedächtnisverlust, dann bist du nur komplett zurückgeblieben. Du bist gemein. Ich bin dein Bruder. Wer ist da? Tut mir leid. Aber hast du schon vergessen, was vor 5 Monaten war? Wie der irre Ami mit dem Lasergewehr alle an Bord getötet hat. Keiner konnte ihn aufhalten. Eine Mordmaschine. Seinetwegen haben wir uns hier verschanzt und die Tür getankt, damit er uns nicht findet. Ja, ja. Ich erinnere mich. Sobald das U-Boot auftaucht, sind wir in Sicherheit. Und jetzt seid tapfer. Und macht dir keine Sorgen. Beschütze Kommandant Fischer! Ja, Bruder! Wir sind in der Kurslinie! Ja!
mein Bruder, du Drecksau! William, I found the engineering map. Ballast tank, nuclear warhead stockpile. Oh my god. Section F stretches along the entire hull of the U-boat, and we're on the biggest U-boat in the world, so this section is gigantic. Some of it must serve as a main ballast tank or something, because it's a massive volume. Be careful, William. No telling how many Nazis could be hiding in there.
William, those Nazis have been surviving in there ever since you captured the U-boat 5 months ago. They must be starving and desperate. Stay safe, darling. Ihre Gehirne sind ziemlich klein, ungefähr so wie Tennisbälle. Das war eine ernst gemeinte Frage. Gut. Erstens sind die Wände schalldicht und wir waren ziemlich ruhig. Zweitens ist unser U-Boot das größte weltweit. Ich bin schon seit Jahren hier und kenne immer noch nicht alles. Es ist einfach zu groß. Kennst du etwa alles? Nein. Da hast du deine Antwort. Das Funksignal. Wenn der Außenherz das empfängt, fangen sie es auch. Sei froh, dass sie uns nicht gefunden haben. Willst du es mit dem wahnsinnigen Terroristen zu tun bekommen, der alle ermordet hat? Du hast es doch selbst gesehen. Ja, der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe immer noch Albträume. Ich auch.